Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und heute geht es endlich mal weiter mit meiner Challenge, die Rache des Sub. Ich hänge nämlich ein bisschen hinterher, was das Videodrehen angeht. Ich schulde euch noch das Video für den Juni und jetzt haben wir schon Mitte, Ende Juli. Also das ist ein bisschen problematisch, zumal ich ja mir eine gewisse Zeitspanne vornehme, die ich dann Zeit habe, die bisher noch ungelesenen Bücher auch zu lesen und da wird sich das Zeitfenster natürlich auch ein wenig verkürzen, dadurch, dass ich nicht dazu komme, die Videos rechtzeitig abzudrehen. Deswegen würde ich sagen, wir legen jetzt mal direkt los und schauen uns an, was im Juni 2017 bei mir eingezogen ist und welche Bücher davon noch ungelesen sind. Ich habe wie immer mein Handy auf dem Schoß und werde mir das alte Video einmal anschauen. Euch werde ich das Ganze einblenden. Und damit würde ich sagen, ihr drückt mir am besten mal die Daumen, dass es nicht allzu viele Bücher werden, weil ich jetzt eben so wenig Zeit habe. Also alle Bücher, die jetzt noch ungelesen sind aus diesem Video, muss ich bis Ende September gelesen haben. Und das ist relativ knapp. Okay, legen wir mal los. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Neuzugänge-Video für den Monat Juni. Und an dieser Stelle erinnere ich mich gerne an folgende Aussage aus meiner Lesewoche Nummer 6. Ich wollte ja mit meinen Neuzugängen so ein bisschen kürzer treten. Ich habe auch bisher im Juni noch nichts gekauft. Das bestätigt mal wieder, dass man mit solchen Aussagen vorsichtig sein sollte, da man sich am Ende immer irgendwie lächerlich macht. Ich muss allerdings auch zu meiner Verteidigung sagen, dass ich mit vielen dieser Neuzugänge überhaupt nicht gerechnet habe. Es gab zum einen die Litblock-Convention. Ja, meine erste Litblock-Convention, ja, da wusste, dass man dort wusste ich tatsächlich nicht, dass man da so ein Bücherpaket bekommt. Und zum anderen haben sich mein Freund und ich recht spontan zu einem Kurztrip nach Berlin entschieden, wo ich dann liebe Booktuberinnen treffen konnte. Und so war es auch da vorprogrammiert, dass ich nicht ohne ein paar Bücher zu kaufen nach Hause zurückkehren werde, denn ja, ich bin eben in Gesellschaft von Buchfreunden und was tut man da? Man kauft natürlich Bücher. Ich werde euch also in diesem Video das Ausmaß meiner Neuzugänge aus dem Monat Juni präsentieren und das Ganze fing recht hart. Ich ahne Schreckliches. Ich hatte einen 70%-Gutschein, den ich ja immer sehr gerne für englische Bücher ausgebe. Und so habe ich auf meine Wunschliste geschaut und drei ausgewählt. Zum einen The Yellow Wallpaper and Other Stories. Oh, okay. Direkt das erste Buch ist ein Treffer. The Yellow Wallpaper von Charlotte Perkins Gilman. Ich hole euch das Buch mal eben. So, ich habe euch das schöne Büchlein mal aus dem Regal gekramt und ich bin tatsächlich ein bisschen schockiert, dass es offenbar ein Neuzugang aus dem Jahre 2017 ist. Ich hätte echt schwören können, dass ich es im letzten Jahr gekauft habe. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht gelesen und hier haben wir ja jetzt wieder so einen Fall. Es ist eine Kurzgeschichtensammlung oder es sind zumindest mehrere Geschichten von der Autorin hier drin versammelt. Und ich gehe davon aus, dass ich es nicht schaffen werde, bis Ende September wirklich dieses gesamte Buch zu lesen, wobei das jetzt vom Umfang her gar nicht das große Problem ist. Es ist halt einfach so, dass ich Kurzgeschichten ja nicht so gerne am Stück lese, wenn ich es nicht muss. Weswegen ich in Zukunft wohl auch keine Kurzgeschichtensammlung mehr als Rezensionsexemplar anfrage, weil dann ist man irgendwo gezwungen, sie relativ zeitnah komplett zu lesen. Meistens mache ich das dann auch mehr oder weniger am Stück. Also ich lese dann parallel noch andere Bücher, aber trotzdem kommen diese Kurzgeschichten ziemlich nah aufeinander und ich merke immer, dass mir das nicht gut tut oder dass es zumindest auch den Büchern und ihrer Bewertung nicht gut tut. Deswegen werde ich für dieses Buch mal die Regel festlegen, dass ich bis Ende September zumindest die titelgebende Kurzgeschichte, also The Yellow Wallpaper, lesen muss. Wenn ich da zusätzlich noch andere Geschichten lese, weil es mich gerade packt und ich das Gefühl habe, ich habe Lust darauf, dann ist es umso besser. Aber zumindest diese titelgebende Kurzgeschichte möchte ich auf jeden Fall bis Ende September gelesen haben und ich bin sehr gespannt darauf. Es hat mich damals angesprochen, weil es hier um eine Frau geht, die nach der Geburt ihres Kindes in Depressionen verfällt und dann die für diese Zeit typische Behandlung erfährt. Sie wird quasi komplett isoliert in ein Zimmer eingesperrt, wo es eben eine gelbe Tapete gibt und sie soll sich ausruhen. Sie darf eigentlich gar keine äußeren Reize ausgesetzt werden. Das war die Art und Weise, wie man das damals therapiert hat und sie wird wirklich in diesem Raum wahnsinnig, weil sie nichts anderes hat als diese gelbe Tapete, auf die sie sich konzentrieren kann und da gehen natürlich allerhand Gedanken durch ihren Kopf. Und ich glaube, es ist zum einen interessant zu erfahren, wie sich der seelische Zustand der Patientin verändert oder der Protagonistin und zum anderen bekommt man, glaube ich, ein ganz gutes Bild davon, inwiefern seelische Erkrankungen zu jener Zeit behandelt wurden und das war eben der Grund, warum es mich sehr interessiert hat. Ich bin gespannt auf die Geschichte und freue mich jetzt, dass ich sie im Zuge dieser Challenge lesen kann. Ich hoffe aber, dass jetzt nicht allzu viele Bücher noch dazukommen, weil, wie gesagt, ich habe nur bis Ende September Zeit und das ist nicht mehr so lange hin. Und das war der erste Neuzugang in diesem, ja gut, 20 Minuten langen Video. Ich habe ein bisschen Angst. Machen wir mal weiter. Der Hamster hat sich dazu entschlossen, jetzt auch der Hamster, ja. Ich vermisse den unglaublichen Lärm. Ich hoffe, ihr hört ihn jetzt nicht zwischendurch. Ich habe jedenfalls diesen Thalia-Gutschein auch dafür genutzt, zwei Werke eines Autors zu kaufen, den ich schon ewig mal lesen wollte, von dem ich auch einiges auf der Wunschliste stehen hatte. Und ich entschied mich für seine beiden bekanntesten Werke, nämlich einmal Krieg der Welten oder The War of the Worlds und The Time Machine.
Genau, ich hatte Lust, H.G. Wells im Original zu lesen und habe mir dafür eben Die Zeitmaschine und Krieg der Welten gekauft im englischen Original. Und ich habe beide Bücher auch schon gelesen. Das sind also keine Kandidaten für diese Challenge und nichts mehr, was auf meinem Sub liegt. Die haben mir auch beide gut gefallen. Das sind ja so Science-Fiction-Klassiker, die eben neben diesen tollen Science-Fiction-Ideen auch noch viele gesellschaftliche Fragen aufwerfen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat einfach komplett meinen Nerv getroffen. So, machen wir mal weiter. Ich glaube, jetzt kommt die Litblock-Convention. Genau. Ich habe das meiste davon aussortiert, aber ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe ein paar Bücher bekommen. Ich verlinke euch auch nochmal mein Video oben in der Infobox, wo ihr schauen könnt, was ich dort alles mitgenommen habe. Wir haben da ein Goodiebag bekommen, das reich gefüllt war mit ganz tollen Sachen. Und falls euch das interessiert, könnt ihr da gerne mal reinschauen. Ich zeige euch jetzt hier die Bücher, die dabei waren. Zum einen war dabei Das Leben fällt. Genau, Das Leben fällt, wohin es will, von Petra Hülsmann. Da habe ich, glaube ich, mal reingelesen, aber es hat mich einfach nicht angesprochen. Ihr wisst, das ist einfach nicht mein Genre und dementsprechend ist das Buch schon lange ausgezogen. Dann war ein Buch dabei, das erst noch erscheint, nämlich im August, und ich darf vorher auch noch gar nichts über den Inhalt verraten. Und es handelt sich um Wie man es vermasselt von George Watzke, habe ich, glaube ich, erst kürzlich aussortiert. Also das habe ich relativ lange in meinem Regal behalten, ist aber dann nie zur Hand genommen und jetzt letztlich doch aussortiert, weil es mich einfach nicht genug angesprochen hat. Und ich erhielt noch ein weiteres Buch aus dem Diogenes Verlag, nämlich Museum der Buch Nummer 3 ist Museum der Erinnerung. Das habe ich auch noch relativ lange behalten, weil ich dachte, ich habe mal Lust auf die Geschichte, aber auch dazu habe ich nicht gegriffen und auch das habe ich mittlerweile aussortiert. Also auch dieses Buch wird jetzt nicht im Rahmen dieser Challenge gelesen. Es ist zwar immer so ein bisschen schade natürlich, wenn man Bücher aussortiert, ohne sie gelesen zu haben, aber es sind eben auch Neuzugänge gewesen, die ich mir nicht selbst ausgesucht hätte und dementsprechend kann es halt immer sein, dass man nie so richtig die Lust dazu hat, gerade wenn man umgeben ist von so vielen tollen Büchern, sodass es für das Buch dann auch besser ist, ein neues Zuhause zu finden, wo es dann auch wirklich gelesen wird. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, ob da noch mehr Bücher bei waren, aber ich glaube zumindest noch eins habe ich so im Kopf. Das letzte Buch von der Litblock Convention ist Milchschaumschläger von Moritz Nethenjakob. Auch dieses Buch habe ich mehr oder weniger sofort aussortiert oder zumindest kurze Zeit später. Ich glaube, ich habe das dann mal in so einem Try-It-Chapter nochmal angelesen und dann eben festgestellt, dass es mich nicht so richtig anspricht und dann musste es leider gehen. Dann hatte ich auch noch das riesige Glück, ein Buch zu gewinnen, nämlich Widerfahrenes von Bodo Kirchhoff. Okay. Widerfahrenes von Bodo Kirchhoff. Ich glaube, das habe ich doch mal bei einer anderen Booktuberin gewonnen. Kann das sein, dass das Annika von Nimmersatt war? Ich glaube schon. Auf jeden Fall habe ich dieses Buch auch bereits gelesen. Es hat mir jetzt nicht wahnsinnig gut gefallen. Es war halt einfach ein Buchpreisträger, der mich interessiert hat und dementsprechend war ich auch froh, dass ich es gewonnen habe. Aber es ist mittlerweile auch nicht mehr in meinem Besitz, soweit ich mich erinnere. Also es ist dann auch schon wieder ausgezogen, weil es mich halt nicht so richtig begeistern konnte. Dann gab es ja vor kurzem einen Unhaul auf meinem Kanal. Ich verlinke euch den mal in der Infobox und in der Infokarte. Allerdings sind die meisten Bücher davon schon bei ihren neuen Besitzern. Und ich hatte dort unter anderem Sturmhöhe von Emily Brontë gezeigt, das ich mir in einer anderen Ausgabe zugelegt habe und mich deswegen von meiner deutschen Ausgabe Was hat jetzt der Unhaul damit zu und tun? Dieses Buch ging an eine liebe Zuschauerin und wir haben uns dazu entschlossen, einen Tauschgeschäft zu machen in dem Sinne, dass ich mir eines von ihren aussortierten Büchern aussuchen durfte. Und ja, ich entschied mich dafür, dieses unheimlich zarte und schmale Büchlein, nämlich die Brüder Karamasow von Die Brüder Karamasow von Fjodor Dostojewski. Oh Mann, das ist jetzt natürlich der Endgegner. Ich habe es euch rausgeholt. Ihr seht, es ist noch da, es ist noch auf meinem Sub und ich habe damit, glaube ich, ein Buch gezogen, was mir auf jeden Fall das Genick brechen würde. Ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass ich es nicht schaffen werde, das bis Ende September zu lesen. Wir haben jetzt, wie gesagt, Mitte, Ende Juli und dieses Buch hat geschmeidige 1148 Seiten und ich schätze, dass die sich nicht mal ebenso von alleine weglesen, wobei ich Fjodor Dostojewski sehr schätze und ich mag auch seinen Sprachstil, aber es ist eben einfach keine leichte Lektüre, es ist kein Jugendbuch, es wird einfach ein bisschen dauern, sich da durchzuarbeiten und grundsätzlich habe ich da Lust drauf. Ich habe mich damals auch sehr, sehr gefreut, dass wir dieses Tauschgeschäft gemacht haben und ich dadurch an diesen Klassiker herangekommen bin. Aber ich mache mir da keine falschen Illusionen, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich glaube auch eher, dass es ein Buch wird, was ich nicht im vorgegebenen Zeitrahmen schaffen werde, aber vielleicht fange ich es zumindest an. Ihr werdet dann sehen, wie weit ich gekommen bin und ja, vielleicht schützt es das Buch dann trotzdem noch vom Aussortieren. Es kann natürlich auch sein, dass ich ein gutes Stück reinlese oder irgendwann ab der Hälfte aufgebe und das Buch sowieso aussortieren würde, selbst wenn es nicht Teil dieser Challenge wäre. Ich werde dem Buch auf jeden Fall jetzt mal eine Chance geben. Ich werde es in Kürze anfangen zu lesen und dann einfach mal schauen, wie weit ich komme bis Ende September. Ihr werdet ja auf dem Laufenden gehalten. Ich werde euch dann sagen, wie viel ich geschafft habe. Und da würde mich jetzt auch mal eure Meinung interessieren. Wie würdet ihr mit so einem Buch in so einer Challenge umgehen? Was würdet ihr euch von mir wünschen, dass ich dann knallhart bin und sage, wenn ich das Buch
nicht ausgelesen habe, dass ich es dann aussortiere oder dass ich einfach dranbleibe und einfach froh sein sollte, dass ich dazu gegriffen habe. Tendenziell versuche ich ja, das Ziel dieser Challenge nicht aus den Augen zu verlieren. Also es geht ja darum, dass ich die Bücher von meinem Sub lese, die da schon lange rumliegen. Und wenn ich dann mit diesem Buch anfange, klar sollte ich dann dranbleiben. Aber selbst wenn ich es nicht bis Ende September ausgelesen habe, habe ich dann zumindest schon mal reingelesen und ein gutes Stück geschafft. Und das ist immer noch mehr, als wahrscheinlich ohne diese Challenge jemals passiert wäre damit. Ich bin jetzt bei der Hälfte meines Neuzugänge-Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass dann nicht nochmal genauso viel obendrauf kommt. Ich war ja ein bisschen verwöhnt vom letzten Video, da gab es ja nur ein einziges Buch, das noch offen war und ich habe das Gefühl, dass mit diesem Video ein bisschen mehr Herausforderung in die Challenge kommt, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, aber sobald es einfach zu viel wird und tendenziell unmöglich, dann verliere ich schnell die Motivation und ich hoffe, dass das hier nicht passiert. Und wie bereits zu Beginn erwähnt, war ich dann für einen Kurztrip in Berlin und habe mich... So, jetzt kommt Berlin und da kann ich mich schon an ein paar Bücher erinnern, die ich da gekauft habe. Ich bin ein bisschen eskaliert und ich hoffe, dass dann nichts mehr offen ist. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir haben gemeinsam gefrühstückt und sind dann anschließend in eine jüdische Buchhandlung gegangen, die Sophie rausgesucht hat. Sie wollte dort schon immer mal stöbern gehen und das haben wir dann getan. Neben dieser Buchhandlung war ein jüdischer Bagelladen und mich hat es etwas traurig gemacht, dass genau an dieser Stelle halt immer ein Polizeiwagen stehen muss mit mehreren Polizisten, die diese jüdischen Geschäfte beschützen und die Mitarbeiter dort. Und ja, das ist sicher nichts Ungewöhnliches, aber mich hat das ein wenig bedrückt zu sehen. Jedenfalls waren wir in dieser jüdischen Buchhandlung. Sie hat sich eben spezialisiert auf, weiß ich schon, was wir da gekauft haben, oder aber Bücher und Romane, in denen es um jüdische Themen geht. Und wir haben da ein bisschen durchgestöbert. Ich muss sagen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe und entsprechend auch von vielen Autoren und Geschichten noch nie etwas gehört habe. Ich entschied mich dann aber dort für Unorthodox von Deborah Feldman. Genau, Unorthodox von Deborah Feldman habe ich mir dort gekauft in dieser jüdischen Buchhandlung in Berlin. Und ja, das Buch habe ich ja im Laufe dieses Jahres bereits gelesen und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich werde euch mal den Lesemonat verlinken, wo ihr meine Meinung dazu findet. Und jetzt geht's weiter. Nachdem ich mich dann von Sophie und Denise verabschiedet habe und ein wenig allein durch Berlin gezogen bin, hatte ich für den Nachmittag noch eine Verabredung mit Deborah vom Kanal The Falling Alice und zwar vom Dussmann. Ja, und obwohl ich schon mehrfach in Berlin war, war ich noch nie im Dussmann und das lag natürlich immer daran, dass mein Freund dabei war und er kann mit Büchern nicht viel anfangen, er hält sich also auch ungern in Buchhandlungen auf. Und ich hatte ja jetzt diesmal bei diesem Kurztrip das Glück, dass mein Freund an dem kompletten Freitag auf einer Konferenz war und ich mir den Tag selbst gestalten konnte. Und so habe ich mich eben für den Nachmittag mit Deborah am Dussmann verabredet und bin immer noch total begeistert, wenn ich an diese Buchhandlung denke. Das war wirklich, ich bin da reingekommen und hab gestaunt, es war ganz toll. Und das ist anscheinend auch eine ganz gute Werbestrategie, denn ich bin dort nicht mit leeren Händen rausgegangen, ganz im Gegenteil. Ich habe einige Bücher gekauft, unter anderem Englischer Harem von... Okay, Buch Nummer 1 aus dem Dussmann ist Englischer Harem von Anthony McCarten. Das Buch habe ich bereits gelesen, ich glaube im letzten Jahr. Und dann durfte auch noch ein Klassiker mitnehmen. Ja. Meister und Margarita von Mikhail Bulgakov habe ich im letzten Jahr gelesen, soweit ich mich erinnere, und war so ein Klassiker, den ich einfach nicht verstanden habe, dessen spezieller Humor aber auch einfach nicht unbedingt meins war. Also es war mir ein bisschen zu albern. Ich mag meine Satire, glaube ich, etwas düsterer, könnte man sagen. Es hat auf jeden Fall nicht so hundertprozentig meinen Geschmack getroffen und zusätzlich habe ich auch viele der Referenzen einfach nicht verstanden, weil ich mich mit Russland zu der Zeit zu wenig auskenne und Satire natürlich immer am besten funktioniert, wenn man die Referenzen erkennt. Ich würde euch aber gerne ein Video empfehlen und zwar hat der liebe Max vom Booktube-Kanal Kain und Abel Booktube ein ausführliches Video zu diesem Buch gemacht und grundsätzlich möchte ich euch den Kanal empfehlen, deswegen schaut doch einfach mal bei ihm vorbei. Dann kaufte ich noch ein Sachbuch, das ich auch schon etwas länger auf der Wunschliste hatte und bei dem auch von vornherein ich weiß, dass ich Berlin kaufen wollte. Man sieht ja, ich habe noch viele, viele andere Bücher gekauft, aber das stand von vornherein fest und ich hatte kurze Zeit Angst, dass sie es dort nicht haben, was mich dann doch gewundert hätte, denn der Dussmann ist wirklich hervorragend sortiert. Das heißt, man findet da nicht nur die neuen Bücher, sondern auch ausgewählte ältere Bücher. Ich habe das ja sonst ganz oft bei mir in der Buchhandlung, dass ich mit einem Ziel, ein Buch zu kaufen, losgehe und genau dieses Buch ist da nicht vorhanden und das nervt mich dann immer, weil ich dann entweder etwas kaufe, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte oder eben mit leeren Händen nach Hause gehe, weswegen ich immer mehr online bestelle über meine Buchhändler. Und im Dussmann habe ich wirklich so viele Bücher gesehen, die auf meiner Wunschliste stehen, ohne dass die jetzt Neuerscheinungen sind, dass ich da einfach hell auf die Ja, ich glaube, ich muss mal wieder nach Berlin, wenn ich das so höre. Wirklich ein bisschen mich gewundert habe, dass ich dieses Buch einfach nicht finde, aber ich habe es dann am Ende gefunden. Es handelt habe ich es richtig in Erinnerung gehabt. Ich hole euch das Buch mal eben. Hier habe ich das Buch für euch. Es geht um Tschernobyl von Svetlana Alexejewitsch. Dieses Buch ist noch ungelesen und grundsätzlich zähle ich meine Sachbücher nicht auf den Sub, möchte aber trotzdem, dass sie Teil dieser Challenge sind. Das heißt, auch für dieses Buch gilt jetzt erstmal, dass ich es bis Ende September gelesen haben muss und ich glaube, es ist auch gerade wieder in aller Munde, weil es eine Verfilmung oder eine Serie oder was auf Netflix gibt, die sich genau mit dem Stoff hier auseinandersetzt. Also Svetlana Alexejewitsch hat ja viele Interviews geführt mit Menschen, die direkt oder indirekt
von der Katastrophe rund um Tschernobyl betroffen waren und hat dabei eben ganz grausige Details zutage gefördert, über die man einfach nichts weiß, wenn man sich nicht näher mit der Thematik beschäftigt, weil genau diese Dinge auch komplett aus der Öffentlichkeit herausgehalten wurden. Es geht hier auch so ein bisschen um die Verfehlungen der Politik, um die Geheimhaltung der Katastrophe und ihre Auswirkungen und der Gefahr, der die Bevölkerung dadurch auch ausgesetzt war. Und ich glaube, es ist ein sehr erschütterndes Buch und ich möchte es gerne lesen, bevor ich mir diese Verfilmung anschaue. Und ich hoffe wirklich, dass es jetzt gleich mal ein Ende hat mit den Büchern. Ich mache mal weiter. Wir haben jetzt noch etwa 3 Minuten, also ich hoffe, es kommt nicht mehr so viel. Und als wir in Dussmann fast schon wieder verlassen wollten, sind wir noch an den Büchern des Reklamverlags vorbeigekommen und auch da musste etwas mit, nämlich Der Reklamverlag. Der Reklamverlag Eine Chronik habe ich auch noch ungelesen. Hier hole ich euch auch mal eben. Genau, hier ist das kleine Büchlein. Es geht um die Geschichte des Reklamverlages und das hat auch, glaube ich, nur so etwa 100 Seiten. Also ich denke, das sollte keine große Herausforderung darstellen und wird dann eben auch bis Ende September gelesen. Und zuletzt erreichte mich noch ein Rezensionsexemplar. Okay, ein Rezensionsexemplar. Dann ist es gelesen. Genau, Maupassant von Arne Ulbricht. Dazu gibt es eine Rezension auf meinem Kanal, die ihr euch gerne anschauen könnt. Es geht eben um Guy de Maupassant und es ist ein biografischer Roman, den Arne Ulbricht da geschrieben hat. Und ich hoffe, damit haben wir es jetzt. Ich glaube, ich habe gesagt, das ist das letzte Buch. Und das war es nun für meinen Neuzugängen aus dem Monat. Das war alles. Und damit habe ich es dann auch geschafft. Wobei ich natürlich jetzt den großen Part noch vor mir habe, in dem ich die Bücher lesen muss. Ja, und damit zeige ich euch die Bücher jetzt nochmal alle zusammen. Wir haben hier einmal The Yellow Wallpaper von Charlotte Perkins Gilman. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung und ich nehme mir vor, zumindest bis Ende September die titelgebende Kurzgeschichte zu lesen. Dann haben wir hier den Endgegner, nämlich die Brüder Karamasow von Dostojewski, von dem ich überhaupt nicht sagen kann, ob ich das überhaupt schaffen kann bis Ende September. Ich halte es für recht unrealistisch. Ich möchte aber natürlich so viel schaffen wie möglich. Dann habe ich hier das Sachbuch Tschernobyl von Svetlana Alexejewitsch. Das aufgrund der Tatsache, dass es ein Sachbuch ist, eigentlich gar nicht auf meinem Sub liegt, aber ich möchte es trotzdem bis Ende September gelesen haben, damit es nicht länger ungelesen hier rumsteht und ich freue mich darauf, danach die Verfilmung zu schauen. Und zuletzt haben wir oben noch der Reklamverlag Eine Chronik. Hier geht es um die Geschichte des Verlages und das ist ein sehr schmales Büchlein, was ich mit Sicherheit im geplanten Zeitrahmen schaffe. Und damit bin ich am Ende dieses Videos angelangt und ihr könnt ja mal schätzen, wie viele Seiten von Die Brüder Karamasow ich bis Ende September geschafft habe. Dann mache ich dazu auch gerne nochmal ein Status-Update, wo ich darauf eingehe, wie viel es dann tatsächlich geworden ist. Also gerne einmal schätzen oder eure Tipps abgeben in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen und ansonsten schickt mir Motivation und feuert mich an. Ich hoffe, ich schaffe das alles im geplanten Zeitrahmen. Ich bin weiterhin motiviert und nehme das Ganze ernst, zumal mir die Challenge im Verlauf dieses Jahres auch schon einige großartige Bücher beschert hat, die ich sonst noch länger auf dem Sub hätte liegen lassen. Von daher lohnt sich das alles auch. Nichtsdestotrotz bringt dieser dicke Stapel neben mir jetzt nochmal ein bisschen Spannung in die Challenge, aber das soll ja auch nicht verkehrt sein. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es schaut und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.